Willkommen zu Die Sims 4. So, ich habe jetzt ein Haus soweit, es ist noch nicht hundertprozentig fertig, so da ich da noch sehr viel so weiter, also an Dekoration und so weiter reinmachen möchte. Aber für unsere Familie ist das soweit jetzt erstmal okay, weil die haben ja selber ihre manche Sachen, die sie ja dann mitnehmen. Und das Haus ist schon jetzt so recht teuer. Deswegen habe ich unserer Familie jetzt hier schon mal etwas Geld dazu getan, damit wir, sobald Silas dann wieder von der Arbeit zurück ist, umziehen können. Und paar Sachen werde ich dann auch schon ja ins Familieninventar packen. Und ja, ich werde jetzt praktisch Alana anweisen. Ja gut, sie muss auf Klo. Okay. Also ich werde dann jetzt hier die Pflanzen packen, ins Inventar tun und hier unseren Bogen reintun. Und ja. Dann werde ich einfach, ja, gucke ich mal, wie ich das dann mache. Also, es wird ja auch dann so sein, sobald die umziehen, wird sich, weil das nächste Haus sehr teuer ist, wird sich sofort das Bestreben von Christian erfüllen. Ich bin schon am Überlegen, ob ich ihm dann erstmal ein anderes Bestreben, damit ihr seht, dass es sich erfüllt, werde ich ihm jetzt mal erstmal ein anderes Bestreben verpassen. Hier kann er das machen. So. So, wie weit sind wir denn bei ihm jetzt? Ah ja, okay. Konzentration bei 2 Stunden Videospiele am Stück aufrechterhalten. Okay, gut. Das passt ja auch zu ihm. So, ja, da ist dreckig. So. Ich werde dann, sobald sie dann umgezogen sind, werde ich dann, Moment, Vorschriftsverletzungen. Silas hat von einer Raumfabrik gehört, die die interstellaren Sicherheitsvorschriften verletzt. Ach so, das hatten wir schon mal. Versuch mal den Wächter zu. Jawohl. Gut, war diesmal auch richtig. Schön. Ja, also wie gesagt, ich werde dann, sobald die Familie hier umgezogen ist, werde ich dann dieses Haus, so wie es jetzt hier ist, in die Galerie speichern und dann werde ich es dann auch online stellen. Und ja, auch das andere Haus werde ich dann
sobald es richtig fertig ist, online stellen und dann später nochmal, aber das werde ich dann anders benennen, das neue Haus, wenn wir unseren Kram da untergebracht haben. So, jetzt wollen wir aber mal hier weitermachen. Du hast Hunger und brauchst Spaß, dann kannst du dir Essen holen. Und dann musst du auf Klo flitzen. Und du wolltest doch auch was futtern. Dann tu das auch mal. So, was willst du, Silas, plaudern? Ja, okay. Du bist auch angespannt wegen der Schule. Du gehst jetzt deswegen Spielzeug für Senioren. Hä? Er spendet. Ah ja. Wohltätigkeitsbetrug wegen Internetbetrug. Spenden kann sich total lohnen. Manchmal kann das Geld aber auch in die falschen Hände geraten. Es ist traurig, wenn das passiert. Oh, du armer Bursche. Wolltest was Gutes tun und dann sowas. So. So, dann, Oh, new. Lamina Galpa dann. Shishay. Shishadab. So. Tja, Silas, was machst du denn jetzt? Geschirr spülen? So, gut. Dann kannst du hier reparieren und anschließend aufwischen. Und dann kannst du sonst... Ach Mann, warum brechen die denn das immer ab? Wie lange hält das denn? Noch 2 Stunden. Okay. Danach kannst du Hausaufgaben machen. Wie siehst du aus? Gut. Dann ab Hausaufgaben machen. Und du müsstest auf Klo. Du tanzt aber da draußen. Dann, Mädel, geh aufs Klo. Warum tragen die immer wieder? Ups, nein. Essen mit sich rum. So. So, dann kannst du... Was machst du denn jetzt? Blickbuch spielen. So, plündern. Plündern und damit du glücklicher wirst, könnt ihr das miteinander machen. So. So, dann. Ach, Don geht erstmal baden, schätze ich mal. Ja. Gerber. Nein, da kannst du nicht. Da ist. So. Ah, dann hier. Verwenden. So, und danach kannst du. Ja, Hausaufgaben machen. So. Aha, Alana hilft ihrem Sohnemann bei den Hausaufgaben. Ey, Madame, hatte ich dir nicht gesagt, du sollst Hausaufgaben machen?
sowas. Mach Hausaufgaben. Warum schnappt sich denn Silas immer das Kissen? Naja. So, schön Hausaufgaben machen. So. So. Wie sieht denn dein Spaß aus? Du bist tipptopp und du auch, okay. So, Janet ist fertig. Dann kannst du ja direkt deine Zusatzhausaufgaben kriegen. Oh, Nalabith? Bless me. Du musst auf Klo. Dann musst du erstmal hier futtern, Zusatzhausaufgaben machen. So. Alle quatschen durcheinander. Sehr schön. So, du hockst da oben. Silas pennt. Videospiele oder App programmieren. Okay, hat er das, das und das, Videospiele oder App programmieren, okay. Tut er das dann mal? So, dann würde ich sagen, fängt er das mal schon mal an. Das bitte. Ganier. Fruba. So. Swande Schwema. Benorb Shelves. Ups, der hatte ja Hunger. Entschuldigung. Dann hol dir was zu essen. Und dann kannst du das weitermachen. Hat er ja schon angefangen. So. Sie geht schlafen. Hausaufgaben fertig. So. Und er ist auch fertig, dann kannst du direkt auch weitermachen. So, da ich halt hier rumgewerkelt habe, im Weltgebiet, sind natürlich jetzt manche Wünsche weg, die ich ja festgehalten hatte. Aber naja, kann man halt nichts machen. Kommt bestimmt auch wieder, dass Alana den Wunsch hat, mit Don ein Baby zu kriegen. So. Danach kannst du... So, Madame, du kannst dann schon mal genau schlafen gehen. Schmeißen wir sie hier ja, mal in das Bett.
So, okay. Oh, 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 Grasha. Ah, Wojmyk Brashu. Okay, dann... Du gehst dann anschließend... da schlafen. Nach den Hausaufgaben gehst du dann hier schlafen. Und was sollte ich haben? Und Johnny kann dann jetzt hier auch schlafen gehen. So. Ja, gute Nacht, Johnny. Immerhin hat er seine Hausaufgaben eingesteckt. So, sie hat auch eingesteckt. Sehr schön. Und wie lange brauchst du noch für deine Handy-App? Nicht mehr lang. Gut. Und er hat... neun erreicht und er kann Computerspiele entwickeln. Sehr schön. So, fertig, fertig. Hey, Luckum. So, die Kids haben alle Hausaufgaben eingesteckt. Sehr brav. Artige Kinder. So, nö. Willy geht. Dein Sohnemann geht schlafen. Und danach kannst du nämlich auch ins Bettchen hüpfen. Zu deinem Schatz. So. Das ist dann deine Belohnung. So. Mach aber eine vernünftige Handy-App. Ja, nicht so eine App, die man, wo man sagt, so eine braucht die Welt nicht. Gibt schon zahllose. Da brauchst du nicht noch zusätzlichen Blödsinn zu programmieren. Ah. Mhm. Nein, Bücher brauchst du da nicht reinpacken. Das, ist uninteressant. Vielleicht so halt ein Spiel oder ein Lernspiel oder eine App, die, sagen wir mal, ein ganz genau sagen kann, wie viele Sims in einer Stadt leben können, wenn man ein Sim auf ein Quadrat setzt. Keine Ahnung, wie soll ich die nennen? Dach. App. So. Oh. So. Dachhüpf-App. Ja, in dieser App geht es darum, sicher von einem
Dachziegel zur nächsten zu hüpfen und dann direkt weiter zum nächsten Dach. Was ganz genau das ist, weiß ich nicht. Das weiß nur Christian. Schließlich hat er sie programmiert. Also mehr kann ich nicht sagen. Hat er denn eigentlich dann die App hier drauf? Glaub nicht, ne? Wäre doch interessant. Och, du bist schon wieder auf. Das ging aber schnell. Dann gucken wir mal. Ja, da wird's ja Verabredungen. Ach so, du kannst ja dann hier deine Rakete plopf plopf weitermachen. Fortsetzen. Hier geht's ja soweit gut. Ja. So. Sonst schlafen alle sehr artig. Das ist doch fein. So. Gut. So, okay. Na, dauert, glaube ich, nicht mehr allzu lang. So, mein lieber Freund. Du machst hier fleißig. Ja, und wie gesagt, ich werde dann jetzt zusehen, dass ich hier das hinkriege, dass dann zum nächsten Part unsere Familie im neuen Haus ist. Und ja, das Haus wird dann hier dann auch, sobald sie umgezogen sind, online stehen. Und ja. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denn dann. Tschüss. Fanship.